Hi, hier ist der Marquardt. Willkommen zu einem neuen Video. Heute mal aus einer etwas anderen Location, und zwar gerade aus Spanien, weil ein Freund von mir heiratet, und zwar genau in 3 Stunden. Freue mich schon drauf, ist meine zweite Heirat überhaupt. Und da sind wir auch schon beim Thema, und zwar beim Thema Heiraten. Lohnt es sich eigentlich heutzutage noch als Mann zu heiraten in Zeiten von Feminismus und Co., wo sich natürlich immer mehr Frauen scheiden lassen von Männern? Es sind ja meistens die Frauen, die sich vom Mann scheiden lassen und nicht umgekehrt. Ist jetzt kein krass großer Unterschied, aber ich glaube 70% der Ehen. Macht es da überhaupt noch Sinn, als Mann zu heiraten? Und ich werde dir natürlich einfach mal meine rationale Meinung zu dem Thema geben. Ich bin jetzt kein Eheberater oder so, ja, aber ich werde dir einfach erzählen, wie ich über dieses Thema nachdenke. Viel Spaß. Erstmal möchte ich am Anfang erwähnen, ja, ich hoffe, das Wetter hält noch, dass der Mensch weder rein polygam noch rein monogam ist. Da habe ich auch mal in meinem Podcast drüber gesprochen. Hör dir den auf jeden Fall mal an. Findest du auf Apple Podcast und auf Spotify. Einfach mal Namen eingeben. Marquardt Frickert. Ich werde es hier mal einblenden. Und Monogamie ist natürlich, wenn man halt einfach sein Leben lang nur einen Geschlechtspartner hat. Polygamie ist, wenn man halt eher so rumhurt, also wenn man halt viele Geschlechtspartner hat. Der Mensch ist weder das eine noch das andere. Der Mensch ist mehr so ein Mittelding. Es gibt manche Tiere, zum Beispiel Pinguine oder Schwäne, die sind streng monogam, also die suchen sich einen Partner raus oder der Partner sucht sie raus, und selbst wenn der Partner stirbt, dann wird da nichts mehr anderes gemacht. Dann gibt es andere Tiere, ja, da wird halt rumgehurt ohne Ende. Also zum Beispiel Bonobos, ist so eine Affenart, da macht wirklich jeder mit jedem. Ich glaube sogar der Vater mit der Tochter, nur nicht die Mutter mit dem Sohn. Ja, also der Mensch ist ein Ding dazwischen. Also der Mensch ist ein Tier, was weder das eine noch das andere ist. Vor allem vor 10.000 Jahren, als wir Menschen noch hauptsächlich Jäger und Sammler waren. Der Ackerbau hat ja so Pi mal Daumen vor 10.000 Jahren angefangen, vor allem als wir noch Jäger und Sammler waren, da waren wir noch mehr polygam. Also die Ehe, die ist dann mit dem Besitztum, mit dem Ackerbau circa vor 10.000 Jahren gekommen, entstanden. Diese Institution hat ja auch viel mit Religion zu tun, was es natürlich in unterschiedlicher Hinsicht auch noch nicht allzu lange gibt. Damit kam das Ganze dann. Warum? Naja, wenn du mal drüber nachdenkst, die Ehe hat ein bisschen was tatsächlich mit Besitz zu tun. Man sagt ja zum Beispiel mein Mann oder meine Frau. Und die Ehe regelt ja auch ein bisschen diese Ressourcenverteilung, besonders wenn einer stirbt, ne? Weil ja dann der Ehepartner in der Rangfolge der Erbe mit der die wichtigste Person ist. Oder zum Beispiel, dass du als Mann dich auch ein bisschen um die Kinder kümmerst. Und die Ehe sorgt auch dafür, dass du als Mann weißt, okay, das sind garantiert meine Kinder, weil sie darf nur mit mir Sex haben. Und dass du als Frau weißt, okay, um mich wird gekümmert, wenn mein Mann nicht mehr da ist. Also vor allem diese zwei Sicherheiten bringt die Ehe auch mit ins Spiel. Früher, also als wir noch Jäger und Sammler waren, da gab es Besitztümer noch nicht in dem Sinne. Da hattest du vielleicht dein Schild und dein Schwert, und du konntest ja nicht mal das Essen irgendwie groß speichern, vielleicht ein paar Nüsse, aber Fleisch ist ja recht schnell vergammelt, und wir hatten da ja noch keine Kühlschränke. Also da hast du oft die Energie gespeichert in den Freundschaften, in den Beziehungen zueinander sozusagen, ne? Und mit den Besitztümern hat sich das dann alles so ein bisschen geändert. Und gerade in den letzten paar Jahrzehnten hat sich natürlich einiges geändert. Einfach, dass Frauen weniger abhängig sind von Männern finanziell. Und das hat Vor- und Nachteile tatsächlich. Ja, also Abhängigkeit hat ihren Preis. Freiheit hat allerdings auch ihren Preis. Die Ehe hat man früher auch einfach mehr gebraucht als heutzutage. Heutzutage kannst du als als Frau auch 1 oder 2 Kinder alleine aufziehen. Ist schwieriger, ist dümmer für die Kinder, aber es ist möglich. Und der Staat spielt ja auch eine viel wichtigere Rolle als früher. Es war ja vor 100 Jahren noch gar nicht so üblich, dass man dann irgendwie Geld vom Staat bekommen hat oder so. Wenn du jetzt mal richtig rational über das Thema heiraten nachdenkst, dann aus der rein finanziellen Perspektive macht es als Mann natürlich nicht allzu viel Sinn. Wenn du jetzt sagst, du willst garantiert keinen potenziellen Downtrade eingehen, wenn du mehr verdienst als sie, vor allem auch in der Ehe, wenn du mehr erben wirst und wenn du mehr Vermögen hast, ja, dann, wenn die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass sie sich trennt, und das ist es ja im Schnitt, dann machst du eigentlich einen potenziellen Downtrade. Also man könnte sogar sagen, je mehr sie mehr verdient als du,
desto eher wirst du auf jeden Fall finanziell keine Einbußungen haben, wenn du heiratest mit ihr ohne Vertrag. Das heißt, man könnte sagen als Mann, wenn du extrem viel mehr verdienst als sie und sie ist auch fein damit, ein Kind von dir zu bekommen, ohne dass ihr heiratet, dann ist das vielleicht manchmal die bessere Entscheidung. Ich bin sogar der Meinung, wenn du als Mann in der Ehe extrem viel Vermögen anhäufst, dann hat sie sogar einen leichten Anreiz, sich zu trennen, weil sie kriegt ja dann die Hälfte, wenn ihr keinen Vertrag habt, von dir, wenn ihr euch trennt. Also sie bekommt ja viel davon sozusagen. Und sie kriegt natürlich ihre Freiheit, dass sie halt auch wieder ein bisschen sich jung fühlen kann, wenn du so möchtest. Aber ich will gar nicht so schlecht über die Ehe reden. Die Ehe hat auch einige Vorteile. In aller Regel heiratet man ja zum Beispiel, wenn man Kinder haben möchte. Und Kinder sind natürlich sehr schön. Du hast ein bisschen mehr Zeit tatsächlich, wenn du monogam lebst, weil du einfach weniger auf Dates gehen musst, weil du weniger Frauen kennenlernen musst. Nachteil ist vielleicht ein bisschen, dass du diesem Wettbewerbsstress nicht mehr allzu sehr ausgesetzt bist. Also es gibt zum Beispiel manche Paare, die lassen sich dann ein bisschen gehen, wenn sie zusammen sind oder wenn sie meinetwegen geheiratet haben. Ja? Die denken sich dann halt, ich habe jetzt meinen Partner gefunden, jetzt muss ich nicht mehr sexy aussehen, jetzt muss ich nicht mehr mit Frauen reden können, jetzt muss ich auch nicht mehr in der Karriere vorwärts kommen, jetzt kann ich mich gehen lassen. Das ist natürlich eher schlecht, aber selbstverständlich, wenn man monogam lebt, dann schaufelt das in aller Regel ein bisschen mehr Zeit für andere Sachen frei. Also wenn man mit der Zeit dann auch sinnvoll umgeht, dann bringt einem das wieder was. Und so glaube ich, schlussendlich muss jeder so für seinen individuellen Fall feststellen, hey, was macht eigentlich am meisten Sinn für mich? Wie gesagt, in aller Regel ist es ja üblich, dass man heiratet, wenn man Kinder bekommt oder umgekehrt. Es gibt auch Fälle, wo man das nicht macht oder es gibt auch Frauen, die damit einverstanden sind oder vielleicht auch Männer, die damit einverstanden sind. Und es hat so wie alles andere im Leben Vor- und Nachteile zu heiraten. Es geht gar nicht ohne. Ja, du machst immer eine gewisse Abwägung. Alles hat Opportunitätskosten. Du hast immer gewisse Vorteile davon und du hast halt auch gewisse Nachteile davon. Ich meine, man könnte jetzt sagen, Ehe, gibt jetzt auch mittlerweile offene Ehen. Ja, das ist vielleicht wieder so eine Sache, wo nicht allzu viele drüber reden, aber wahrscheinlich haben es ein paar mehr, als man denkt. Aber jeder muss halt so ein bisschen gucken, hey, was ist für ihn das Beste? Und vielleicht kann man sich auch nicht vorstellen, dass man heiratet, bis man dann mal die richtige dafür gefunden hat. Bei meinem Freund war es auch so, dass wenn er früher nicht rausgegangen wäre und so viele Frauen kennengelernt hätte, ja, dann hätte er auch garantiert nicht seine jetzt Frau kennengelernt. Dann wäre er bei der nicht so gut rübergekommen. Ich glaube, die kennen sich jetzt seit 2 Jahren ungefähr. Und ich freue mich auf jeden Fall wahnsinnig für ihn. Ich bin gespannt und es ist ein tolles Mädel. Es ist ein sehr hübsches Mädel, es ist ein sehr liebes Mädel, es ist ein sehr nettes Mädel. Hat sich auf jeden Fall die richtige ausgesucht, hat auch einen sehr guten Geschmack. Ich freue mich für die beiden sehr. Und ich kann nur wiederholen, dass wenn er diesen Skill oder diese Fähigkeit nicht gelernt hätte, wie du attraktiv auf Frauen zugehen kannst und wie du einen guten Eindruck bei ihnen hinterlässt, ja, dann wäre er nicht zu ihr hingegangen. Sie hätte ihn nicht attraktiv gefunden. Und die beiden würden jetzt auch nicht heiraten. Also er hat schlussendlich von der ganzen Materie, Frauen kennenlernen, Frauen verführen, sehr viel gewonnen. Ich freue mich extrem für ihn. Ich würde sagen, die Kinder wären auf jeden Fall auch 2 sehr süße. Und wenn du auch auf der Suche nach der richtigen Frau bist zum Heiraten, und dafür braucht man als Mann auch ein bisschen Erfahrung. Klar, man muss jetzt nicht sein ganzes Leben lang rumhuren, ja, aber man muss zumindest ein bisschen verstehen, welche Frau die richtige für dieses Vorhaben ist. Weil wenn du dir die falsche Frau raussuchst und du stellst das halt erst nach 2 Jahren Ehe fest, ja, mein Lieber, dann bist du ziemlich dumm. Ja? Oder wenn sie halt wirklich in der Ehe, ja, ich will jetzt nicht sagen, eine ganz andere Frau wird, aber wenn dir dann auf einmal die Schuppen von den Augen fallen und du stellst fest, shit, ich habe mir einfach die falsche rausgesucht, weil du meinetwegen nach der Ehe oder in der Ehe ein paar Frauen kennenlernst, wo du das Gefühl hast, es würde eigentlich viel besser passen. Also du selbst möchtest zumindest nicht den Fehler machen, dass du dir die falsche Frau raussuchst. Und dabei kann ich dir selbstverständlich helfen. Ich helfe Männern, wie sie attraktiver auf Frauen wirken, wie sie die Frauen bekommen, die sie wirklich haben wollen. Und wenn du zu mir sagst, du bist speziell auf der Suche nach der richtigen Frau für eine langfristige monogame Beziehung, dann kann ich dir auch dabei helfen, weil ich einfach sehr viel Erfahrung in dem Thema gesammelt habe und weil ich ganz genau weiß, welche Frauen du dafür suchen musst, dass die Ehe auch einfach schön ist, dass du da keinen Stress hast, dass die sehr harmonisch ist. Ebenso wie bei meinem Kumpel. Und wenn du einfach nur auf der Suche bist nach mehr Sex oder wenn du einfach die Qualität von den Frauen, die du kennenlernst, steigern möchtest, dann bin ich dafür selbstverständlich auch für dich zuständig. Wenn du geeignet bist, werde ich mich freuen, mit dir zu arbeiten. Geh auf meine Website, bewirb dich auf ein Coaching. Ich kann sagen, die Männer, die zu mir kommen, die sind in aller Regel tolle Männer, sind gute Männer, denen helfe ich gerne.
und die kommen auch vorwärts. Wenn du mir auf Instagram folgst, dann siehst du Klienten 1, 2 und 3 in den Highlights. Das sind Nachrichten von ehemaligen Klienten, die mir schreiben. Die Klienten von mir, die in einer glücklichen Ehe sind oder in einer glücklichen Beziehung sind, schreiben mir in aller Regel nicht mehr so viel, aber ich freue mich trotzdem sehr für sie. Und die Klienten, die mir regelmäßig berichten, was sie für heiße, tolle Frauen kennengelernt haben, für die freue ich mich auch sehr. Wenn du auch solche Erfahrungen sammeln möchtest, bewirb dich gerne auf meiner Website. Wenn du geeignet bist, werde ich mich freuen, mit dir zu arbeiten. Ich sage adios, amigos, bis zum nächsten Video und mach's gut. Ciao.